Willkommen zu meinem nächsten Let's Play von Airline Tycoon Deluxe. Wir spielen natürlich wieder die Evolution-Kampagne und unsere Mission ist heute Safety First. Was uns da erwartet, schauen wir uns gleich an. Ich spiele natürlich wieder mit Tina Cortez und ich würde sagen, es geht einfach los und dann hören wir uns mal an, was der Ulrich uns heute so zu sagen hat und was wir machen müssen. Guten Morgen zusammen. Die Sabotage auf diesem Flughafen beginnt mich ernsthaft zu stören. Und da hat ja jetzt das neue Security Office aufgemacht. Nutzen Sie das. Ich will 15 Tage keine Sabotage bei Ihnen sehen. Und das mit mindestens 5 Flugzeugen. Ja, also 15 Tage lang darf die Konkurrenz uns nicht sabotieren. Und wir müssen mindestens, also insgesamt 5 Flugzeuge haben. Also 15 Tage nicht sabotieren und wir brauchen insgesamt 5 Flugzeuge. 2 Flugzeuge haben wir natürlich schon, wie am Anfang. Das heißt, 3 müssen wir noch nachkaufen, werden wir wahrscheinlich wieder durchs Museum machen. Ich werde erstmal ein paar Aktien mitieren. Ich, Ihre Firma. An, zurück, aber, wenn, meine Ab, ich fasse zu. Ja, ich bedanke mich. So, jetzt verkaufe ich nochmal den Rest meiner Aktien. Sunshine Airways, alles verkaufen. Dann hole ich mir natürlich noch den Kredit, den obligatorischen, um ein bisschen Geld zu haben. Und natürlich wird die Rendite erstmal auf 0% gesetzt. So wie wir im Endeffekt bei jedem Let's Play angefangen haben. So, soweit so gut. Geld ist genügend da. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich auch schon mal um die entsprechenden Routen. Ich werde heute mal versuchen, die New York Route zu fliegen nicht. Ich werde natürlich, ich kann es probieren, da muss ich allerdings innerhalb von 10 Tagen ein Flugzeug haben, also eine Lanzarote, die nehme ich auch noch. Da muss ich innerhalb von 10 Tagen es geschafft haben, genügend Geld zusammen zu haben, dass ich ein Flugzeug kaufen kann. Natürlich fangen wir auch wieder wie immer an und zwar erhöhen wir die Preise auf den Luxuspreis, weil sonst ist das Ganze ja etwas zu günstig. So, auch das haben wir erledigt und natürlich hier unten diese Warschau-Route, die werde ich gleich mal in die Mülltonne hauen, weil die bringt absolut gar nichts. Das können wir uns auch gleich komplett sparen. So. Hier werden wir jetzt mal nach Lanzarote fliegen und das natürlich die ganze Woche über tun. Und mit diesem zweiten Flugzeug werden wir mal schön nach New York fliegen. Und auch das werden wir die ganze Woche über tun. Das benennen wir nochmal gerade um in New York 1. Und das andere wird die Lanzarote. Dann haben wir das auch schon erledigt. So, Lanzarote. So. Alles klar. Jetzt statte ich die Flugzeuge natürlich auch wieder aus, so wie ich das bei jedem Mal gemacht habe. Gucken, wie viel das kostet. Das ist aber eigentlich relativ human vom Preis. Das ist nicht ganz so viel. Da müssen wir eigentlich noch genügend überbehalten. Tun wir auch. Für das restliche Geld. Gut, heute können wir leider nichts mehr machen. Ja, das ist übrigens die Security Office, ich erkläre das mal. Ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang der Evolution-Kampagne schon mal erklärt. Dieser Kollege hier bietet uns Sicherheit. Und zwar kann ich unterschiedliche Dinge überwachen lassen, zum Beispiel das Gate. Und dann habe ich halt hier einen Preis pro Tag und so weiter. Je nachdem, wie viele Flugzeuge man hat, kann man halt hier entsprechend die Absicherung reinpacken. So, dann haben wir entsprechend Updates. Das zeige ich aber auch später erst. Aber momentan ist es nicht so wichtig. Wir müssen erstmal an unsere 5 Flugzeuge kommen. Das ist erstmal das primäre Ziel, würde ich sagen. Und um den Rest kümmern wir uns später. Wenn wir uns hier... das zeige ich gleich. Das zeige ich am Montag. Ich werde jetzt erstmal Feierabend machen. Und am Montag werde ich noch schon mal anfangen, Werbung zu machen für unsere Fluglinien. Geld haben wir genug. Jetzt haben wir hier diese Tage, also Tage ohne Sabotage habe ich jetzt ein, Falcon Lines auch ein, Honey Airlines ein und Phoenix Travel ein. Soweit ist das alles auch so gut. Wenn jetzt zum Beispiel Phoenix Travel bei Honey Airlines
eine Sabotage macht, dann fällt Honey Airlines wieder zurück auf 0. Und wer als erstes hier 15 hat und die 5 Flugzeuge, der hat halt gewonnen. Eigentlich ganz simpel. Nur jetzt nochmal für euch zur Information, dass ihr es auch verstanden habt, worum es hier im Endeffekt eigentlich geht. Das ist eigentlich ganz simpel. Jetzt müssen wir natürlich einmal, ups, jetzt bin ich auf den Button gekommen. Sollten wir natürlich einmal warten, bis es 12 Uhr wird, dann können wir noch ein bisschen Werbung für unsere Route machen. Ich weiß nicht, wie gut die schon ausgelastet ist, wahrscheinlich so gut wie gar nicht, nee. Weil es geht ja heute erst richtig los damit. Müssen wir mal schauen, Kredit habe ich auch noch, den müsste ich auch noch mal irgendwie bei Gelegenheiten zurückzahlen. Warten wir gerade, bis es 12 Uhr ist und dann geht's weiter. Ja, die Umgebung verändert sich natürlich auch, wenn ich diese Sicherheitsmaßnahmen durchführe. Das werde ich euch auch noch mal gleich zeigen. Zum Beispiel könnt ihr euch mal diese kleinen Kameras anschauen. Hier auf beiden Seiten des Büros. Wenn ich das Ganze besser schütze, also Geld dafür ausgebe, habe ich größere Kameras da und dann ist es so, so ist man. Dann ist es so, dass die Konkurrenz unser Büro nicht mehr manipulieren kann, was natürlich auch sinnvoll ist. So, jetzt habe ich leider kein Geld mehr. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nichts mehr tun und werde erstmal weiterspulen und ich hoffe mal, dass ich in den nächsten Tagen genügend Geld kriege. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das Image steigt langsam schon an. Ich gucke mal einfach, was unser New Yorker Flugzeug macht. Macht minimale Gewinne, leider meiner Meinung nach deutlich zu wenig. Also da muss deutlich mehr noch kommen. Ich weiß auch nicht, ob das die beste Entscheidung war, diese New Yorker Route zu fliegen. So, dann hauen wir den noch daran. Aber okay, wir haben ja leichte Gewinne und gut, unsere Route muss man natürlich auch fairnesshalber dazu sagen, hat natürlich ja noch keine 100% Beliebtheit, also keine 100% Image. Daher denke ich mal, dauert das Ganze noch ein bisschen. Ich hoffe mal, dass ich genügend Geld demnächst zusammenkriege, dass ich diese Route noch ein bisschen pushen kann. Aber scheinbar, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das mit der anderen Route deutlich besser geklappt. Mit der Delhi-Route. Aber gut, jetzt haben wir uns für New York entschieden und nun werde ich es auch mit New York durchziehen, das Ganze. So, hier packe ich nochmal ein paar Flüge rein. Gut, man könnte die Flugpreise natürlich jetzt günstiger machen, aber das hilft uns ja auch nichts im Endeffekt. Ich hoffe mal, dass es sich jetzt einfach mit der Zeit ein bisschen reguliert und dass ich mit der Zeit dann halt ein bisschen mehr Geld mache. Und ich hoffe natürlich auch, dass durch das Image dann auch... wurde ich wieder manipuliert. Ist natürlich ärgerlich, dann brauche ich heute gar nichts mehr machen, dann kann ich heute wieder Feierabend machen. Weil so hilft uns das gar nichts mit der Manipulation. So, ja. Die anderen sind vorne, da würde ich mir aber noch keine Gedanken drüber machen, weil die haben alle noch keine Flugzeuge. Und daher ist das überhaupt gar kein Thema. Ja, hier gehen deutlich mehr Leute noch rein. Müssen wir mal schauen, dass wir die Flugzeuge bald verbessern. Einen Tag denke ich mal brauche ich noch, dann kann ich die Werbung machen. Ist jetzt in der Tat so. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir uns die New Yorker Route nicht entziehen, weil sonst haben wir viel Geld in den Sand gesetzt. Schauen wir uns gleich mal an hier. Werbung, 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 Werbung. Gut. Gucken wir uns mal einmal die Auslastung der Route selber noch an. Route ist bei 2% ausgelastet. Reicht definitiv nicht. Wir haben allerdings noch ordentliches Potenzial nach oben, so wie ich das sehe. Ich werde dieses Flugzeug jetzt erstmal ein bisschen umbauen. Sprich, ich werde erstmal die Sitzplätze der zweiten Klasse erhöhen, sodass ich dann hier 240 Passagiere transportieren könnte. Und wenn wir jetzt so bei 175 sind, das ist schon ganz okay. 2 Millionen haben wir, das heißt am Montag könnte ich rangehen und nochmal ein bisschen Werbung machen. Ja, das sieht alles okay soweit. Ach nee, jetzt ist wieder Sonntag. Sonntag hat das Marketing ja leider nicht offen. Ah, wir machen jetzt doch schon deutlich heftigere Gewinne hier. Das ist schon ganz gut, aber da muss auf jeden Fall noch was kommen. Und da muss halt die Route noch ein bisschen erhöht werden. Also entsprechend so, dass ich mehr fliegen kann. Also, dass ich mehr Geld kriege. Gucken wir nochmal. Ja, 380.000. Hier haben wir... Ja, also da muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen was kommen, aber gut. Kleinvieh macht auch Mist.
und ich will gleich sagen, ich gehe gleich erstmal ins Museum, es ist ja Montag und dann gucken wir mal, ob eventuell schon ein Flugzeug da ist, was ich gebrauchen könnte unter Umständen. Wollen wir mal gucken. Ah, ist zu klein, ist auch viel zu klein. Das wäre eine Option, aber viel zu viel Verbrauch. Es kommt nicht in Frage. Das wäre auch ganz okay, aber leider ist die Reichweite zu gering und der Preis ist auch deutlich zu hoch für das Modell. So, es ist auch gleich schon 12 Uhr. Ich kann die letzte Werbung machen und hoffe mal, dass das Ganze dann ganz gut ausgelastet ist. So, gleich hin zur Werbung. Ich möchte. Da sind ein paar Flug. Ja, und zwar möchte ich natürlich. Ups. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtige geklickt habe. Nein, ich möchte die Route verbessern, und zwar die New Yorker Route. Okay, ein paar Flug. So, das Richtige. Selbst kann ich sonst noch etwas. So, das wär's. Jetzt hoffe ich mal, dass sich das ganz gut entwickelt. Ich muss mindestens über 10% da kommen. Das würde schon völlig ausreichend sein. Ja, dem fliegt gleich sein Büro in die Luft, woher ich das weiß. Also dem Falcon Lines, das ist ganz einfach, weil er nicht reingegangen ist und jetzt fliegt das Büro weg. Nein, er geht nicht rein, okay. Dann wird es aber gleich auf jeden Fall in die Luft fliegen irgendwann, weil wenn die Kamera so da drauf schwenkt, ist das schon ein Anzeichen dafür, dass sie in die Luft fliegt. Ja, das Flugzeug ist perfekt besetzt. Jetzt müssten wir mal gucken, wie die Auslastung dieser Route ist. Ist leider bei 6% erst. Vielleicht schaffe ich damit noch 100%. Muss man mal sehen. Aber mal gucken. Nein, er geht schon wieder vorbei. Okay. Dann gucken wir erstmal, ob wir einen Berater finden. Dann können wir ja nochmal gucken, ob wir einen Finanzberater und Fitnessberater finden. Ja, da ist es schon. Es fliegt in die Luft, genau wie ich es gesagt habe. So, sehr talentiert. Hochbegabt. Also hochbegabte Menschen kann ich hier mal gerne einstellen. So, hier haben wir noch einen Hochbegabten. Und vielleicht noch ein bisschen. Ups, nein, Piloten nicht. Vielleicht ein paar Flugbegleiter noch dazu. Sehr talentiert, jo. Hochbegabt, nehmen wir auch. Auch jemand hochbegabt ist, wunderbar. Sehr talentiert, nehmen wir. Aber talentiert ist schlecht. So. Okay, wunderbar. Jetzt gucken wir mal, was unser Lanzarote-Flieger macht. Ist noch nicht so richtig in die Pötte gekommen. Müssen wir gerade einmal, werde ich nochmal die Sitzplätze ein bisschen ändern, dass wir ein bisschen mehr Platz da drin haben. Ja, Geld haben wir, denke ich, erstmal eine ganz gute Menge. Kredit habe ich zwar auch noch, den müsste ich auch noch zurückzahlen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Wie gesagt, wir brauchen keine Angst haben, dass Sunny Airlines hier, dass er schon 10 Aufträge hat. Beziehungsweise, dass er 10 Tage ohne Manipulation ausgekommen ist. Ich denke mal, das wird sich auch noch mit der Zeit regulieren oder da wird jemand ihn manipulieren und sonst werde ich das persönlich übernehmen. Ja, ist auf jeden Fall gut besetzt. Mir nochmal die New Yorker Route an, wie viel die ausgelastet. Leider erst 7%, das ist sehr schlecht. Ja, das ist nämlich, muss 10% ausgelastet sein. Ja, innerhalb von 10 Tagen müsste es auf jeden Fall schaffen und es geht halt nur, wenn ich jetzt ein neues Flugzeug kaufe. Und halt möglichst schnell ein neues Flugzeug kaufe. Dann kann ich die Route halten und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich im Museum jetzt ein attraktives Angebot finde, wo man sagen könnte, ja, das wäre jetzt ein Flugzeug, das ist geeignet für die Route und das könnte die fliegen. Ich gucke jetzt einfach mal sehen. Es öffnet gerade das Museum. Schauen wir mal rein. Das ist zu wenig Personen und zu viel Verbrauch. Ja, das wäre zum Beispiel eine ganz gute Sache, aber der ist die Reichweite deutlich zu gering. Da sind die Personen viel zu gering. Also 4950 Kilometer, damit kann man leider so gar nichts anfangen mit dem Flugzeug. Obwohl die Passagieranzahl dann natürlich absolut perfekt wäre, geht es leider nicht. Oder ist es auf jeden Fall nicht sinnvoll, das zu machen. Oh ja, unsere Aktie, genau. Da wollen wir erstmal unsere Aktien halt zurückkaufen. Fällt mir gerade ein, das habe ich irgendwie ganz verpasst. Okay, jetzt werde ich natürlich mal die Rendite wieder auf 25% setzen, dass die Aktie wieder ein bisschen steigt. Ich werde erstmal meinen Kredit zurückzahlen, war ja auch nicht ganz so viel. Und nun nehme ich morgen nochmal einen auf. Jetzt gucken wir mal weiter nach Beratern, ob ich noch einen Finanzberater erwische. So, wir suchen Berater, Personalberater.
okay. Sicherheit.